Mit Schwaben auf Tuchfühlung, das ermöglicht das Museum Oberschönenfeld seinen Besuchern. Vor allem denjenigen, die sich während ihres Rundgangs voll und ganz auf die Ausstellungsobjekte und die damit verbundene Geschichte einlassen möchten. Und dazu gehört es auch, sich wie die Menschen von damals zu kleiden und so noch ein bisschen mehr in deren Leben einzutauchen. Die neue Dauerausstellung im denkmalgeschützten ehemaligen Ochsenstall bietet auf zwei Ebenen Einblicke in die alltäglichen Lebensbereiche in Schwaben, dargestellt an exemplarischen Biografien von Menschen, Unternehmen und Objekten, die die Vielfalt vor Augen führen sollen. Wir wünschen uns, dass unsere Besucher sich hier gut unterhalten, dass sie vielleicht auch ein paar Informationen mitnehmen und dass sie aber auch ein bisschen eintauchen in die Mentalität und das Leben der Menschen hier in Schwaben, die ja immer wieder anhand von Interviews und Zitaten zu uns sprechen. Jetzt nicht nur hier im Bereich Landleben, sondern auch in der Abteilung Klosterleben im Wandel. So gehen Besucher beispielsweise durch die angedeuteten Räume Küche, Kammer und Stall und erfahren unter anderem, wie der Alltag auf dem Land um 1900 ausgesehen hat. Immer wieder gibt es Stationen zum Mitmachen, nicht nur für die kleinen Besucher. Käsespeisen hat es gegeben, Dampfnudeln hat es gegeben, Rohnudeln hat es gegeben. Und so manch einer fühlt sich bei den Zeitzeugenberichten über die Essgewohnheiten in Schwaben an frühere Zeiten zurückerinnert. Auch das ist Heimat. Während des Rundgangs durch die beiden Etagen hat das religiöse Leben wie selbstverständlich seinen Platz. Schwaben war lange Zeit tief katholisch. Der Glockenschlag bestimmte den Alltag, die Kirche prägte die Menschen. Glaube war im Grunde noch selbstverständlich. Kleine Buben wurden Ministranten. Aber es zeigt sich immer wieder, dass alte Menschen erzählen, wie sie in ihrer Jugend Kirche gespielt haben. Die Buben in der Regel Pfarrer und Mädchen haben zum Beispiel Maiandacht nachgespielt. Und da gab es eigens angefertigte kleine Ausstattungen für Buben Pfarrerkostüme, aber auch Spielzeugaltäre wie diesen kleinen von 1954, den wir hier in der Ausstellung zeigen. Er wurde gefertigt für einen 8-jährigen Buben, der Papst werden wollte. Das wurde er nicht, das hätten wir sonst gewusst. Aber das waren eigentlich Vorstellungen, die völlig normal waren. Vielleicht nicht jeder gleich Papst, aber dieses Vertrautsein, aufgewachsen sein in der frommen Welt, jeden Sonntag zur Kirche. Ein großer und umfangreicher Teil der Dauerausstellung beschäftigt sich mit dem religiösen Leben im benachbarten Kloster der Zisterzienserinnen, einem Ort, der der Öffentlichkeit aufgrund der Klausur normalerweise verwehrt bleibt. Umso spannender ist es, den Tagesablauf der Klosterfrauen Stunde um Stunde an einem großen Bildschirm nachempfinden zu können. Vom Aufstehen am frühen Morgen bis hin zur Rekreation, der gemeinsamen Zeit der Erholung. Die Zisterzienserinnen geben in diesem Bereich der Ausstellung gerne etwas von ihrem Leben im Klosterpreis. Was eigentlich geschieht in der Seele des Menschen, auch das, wie wir als Gemeinschaft leben, das kann man nur zum Teil, das kann man gar nicht vermitteln. Das ist etwas, was man erst erfährt, wenn man wirklich eintritt. Aber wir können einen Einblick hineinwerfen in das, in was uns wichtig ist, warum wir das haben und welchen Sinn es auch hat. Und somit ermöglicht jetzt hier die Ausstellung einen kleinen Blick hinter die Mauern. Einen kleinen Blick hinter die Mauern, wenn auch nur symbolisch. Und so ist die Zelle ganz bewusst nicht 1:1 dem privaten Rückzugsort der Nonne nachempfunden, vermittelt in Größe und Ausstattung, aber einen kleinen Einblick ihres Wohnbereichs. Ebenso wie der Kapitelsaal. Das ist die Versammlungsstätte der Nonnen. Normalerweise haben nur sie dort Zutritt. Immer wieder erzählen Ausstellungsobjekte spannende Geschichten der 800-jährigen Klostergeschichte, wie zum Beispiel die kostbare Klosterarbeit, ein bildgewordenes Gebet oder die Brauselimonadenmaschine. Bis 1944 war sie noch im Einsatz. In der Dauerausstellung im Museum Oberschönenfeld gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Begeben Sie sich doch einfach selbst auf Spurensuche.